Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich bin Monsieur Christian und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht viel herum und fange direkt mit der Legung an. Sodala. Ja, wir haben hier den Pagen der Münzen, wir haben den Pagen der Schwerter und wir haben die Vier der Stäbe. Was ich jetzt sehe, ist, dass jemand gerade wirklich beleidigt ist. Es gibt jemanden, der momentan gar nicht zufrieden ist mit dir. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich sehe da auch, dass es jemand ist, der vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist und generell jemand, der, ja, wenn ich den jetzt mit einem Adjektiv beschreiben müsste, würde ich ihn selbstsüchtig nennen oder betiteln oder würde ihm generell dieses Adjektiv zuschreiben. Und es stört ihn, dass du nicht mehr selbstverständlich bist für ihn. Er dachte, dass du ewig selbstverständlich bist, aber ich sehe, dass bei dir da ein Wandel vollzogen worden ist oder vonstatten gegangen ist, dass du dich einfach verändert hast, dass du selbstbewusster geworden bist und dass du einfach auf einem sehr, sehr guten Weg bist. Du bist momentan auf einem wirklich guten Weg, du veränderst dich und du verbesserst dich, würde ich sagen, und denkst mehr an dich. Das heißt, du bist von Grund auf ein eher selbstloser Mensch, aber findest jetzt mehr zu dir. Bist jetzt vielleicht schon ein bisschen älter, das heißt, du bist nicht mehr jetzt so jung und oft ist man, wenn man jung ist, unsicher und ist oft ein leichtes Opfer für Leute, die einen ausnutzen wollen, die sich Vertrauen erschleichen, aber das ist bei dir ein bisschen irgendwie weggegangen. Das ist bei dir nicht mehr wirklich präsent. Und er hat immer erwartet, dass du praktisch immer da bist. Das heißt, dass er vielleicht sich zwischendurch eine Auszeit gönnt und ja, vielleicht sogar mit einer anderen was hat oder einfach ja, weil es ihm gerade nicht passt. Und er hat nicht verstanden, wie eine Beziehung funktioniert oder er hat generell einfach ein falsches Bild von einer Beziehung, würde ich sagen. Und ja. Und das heißt nicht, dass er dich liebt. Das heißt nur, weil er sich nicht so verhält, wie man es von ihm erwarten kann oder sollte, wie du es dir von ihm wünschen würdest, heißt es nicht, dass er dich nicht liebt. Ja, also er hat Gefühle für dich. Und bitte, wie gesagt, es kann auch, wenn du ein Mann bist, eine Frau sein. Bitte einfach ummünzen, ich sage es immer wieder, aber es hören manche nicht oder verstehen es nicht, wie auch immer. Einfach ummünzen das Geschlecht. Ich werde jetzt hier nicht immer da herumwechseln, deswegen einfach aus der Perspektive der Frau. Das ist einfach so, weil die meisten zu sehr Frauen sind und ja, da gewinnt einfach die Mehrheit. Und was ich bei ihm sehe, ist, dass er sich ein bisschen verwechselt mit jemandem, mit einer bestimmten historischen Person. Und das, wie du dich verhältst, das stört ihn, das beleidigt ihn einfach. Er denkt nämlich, dass er so ein bisschen wie Heinrich der VIII. Sich verhalten kann. Das heißt, dass er da zwischendurch einfach gehen kann. Du wartest ganz gnädig und ehrfürchtig auf ihn, auf den gnädigen Herrn, der vergnügt sich vielleicht dabei mit einer anderen oder macht weiß Gott was und er kommt dann wieder zur Tür hinein und du frohlockst. Ja? Du bist ganz froh, dass der Hausherr wieder da ist, sage ich jetzt mal. Heinrich der VIII. War der englische König, der war der bekannteste englische König und ja, seine Kinder, zumindest zwei davon, waren dann die bekanntesten englischen Königinnen, also das war die Bloody Mary und die Elisabeth die Erste. Und das sind eigentlich auch die bekanntesten englischen Regenten, die es gab.
Was hat das jetzt damit zu tun? Heinrich der VIII. Hatte 6 Frauen und der war auch so. Ja? Der war so lange mit einer zusammen, wie es ihm halt gerade gefallen hat und hat nebenbei auch Mätressen gehabt. Und wie er der Frauen überdrüssig wurde, hat er sich dann der Frauen auf die eine oder andere Art und Weise entledigt. Und natürlich kann er das nicht so machen, aber er sieht sich als wirklich großartig. Er fühlt sich einfach, als wäre er in der stärkeren Position und es stört ihm, dass du ihm einfach zeigst, dass es so nicht geht, dass er sich für dich entscheiden muss und dann, wenn dann wirklich, also kein Hin und Her, sondern du oder gar nicht, ja, also dass er mit dir zusammen ist, dass man die Momente zusammen teilt, dass man miteinander zusammen ist, hier wie hier bei der 10. Kelche, dass man einfach diese gemeinsame Zukunft hat und er hat die auch vor. Er hat auch vor, dass ihr eine gemeinsame Zukunft habt. Nur hat er gedacht, dass er immer wieder kommen und gehen kann, wie es ihm gerade passt. Nur er ist kein König, auch wenn er es gerne wäre. Ja, das ist er nicht. Nur wäre er es eben gerne und er denkt, er kann sich so verhalten mit einem Menschen, der ihn liebt, weil er denkt, dass er sich da alles erlauben kann. Dadurch denkt er, dass er das Recht hat, weil er denkt einfach, dass du nicht weißt, dass er dich auch liebt. Also er denkt, dass du glaubst, dass du mehr liebst, als er dich liebt. Und diesen Vorteil, den er eine Zeit lang hatte, den hat er einfach ganz schamlos ausgenutzt. So würde ich sagen. Ja, wir haben hier eben auch die 8 der Schwerter. Das ist wiederum momentan einfach so, würde ich sagen, dass es sogar bei ihm so ist, dass er momentan nicht weiterkommt. Also er fühlt sich ein bisschen wie eingekerkert. Und du siehst hier diese Binden, du siehst hier die Schwerter um ihn. Aber diese Binden sind nicht wirklich fest und diese Schwerter sind auch nicht. Die sind auch nicht voll. Du siehst hier 3, du siehst da hinten 5. Also wenn man wirklich wollen würde, könnte man diese Binden abstreifen und da einfach durch die Schwerter hindurchschlüpfen, sage ich mal. Aber man muss einfach sagen, dass es eigentlich gar nicht die Binden oder die Schwerter sind, die ihn zurückhalten oder die Schwerter halt wie Gitterstäbe aufgereiht, aber wie gesagt eben nicht in einem durch, sondern was dieser Person hier gerade ihm im Weg steht, ist auch er selber da drinnen. Also das ist, wie als würde sich die Katze in den Schwanz beißen. Also ja, um weiterzukommen, müsste er selber weiterkommen, aber damit er selber weiterkommt, muss er weiterkommen. Was bei ihm auch der Fall ist und was auch zu dem Ganzen geführt hat, ja. Hier siehst du 3 der Schwerter, also Gefühle sind da. Siehst du die Schwertkarte, wie die Schwerter da durchs Herz gehen. Ist zwar nicht alles perfekt, aber du siehst einfach das, was da ist. Ja, du merkst einfach, dass er Liebe für dich empfindet und dir da nicht irgendwie ein Illusionsleben, ein Traumschloss im Kopf zusammenspinnst. Nur weil du was möchtest, was aber eigentlich nicht eintreten wird, wo dir klar ist, dass es eigentlich nicht eintritt, also so ist es nicht, da ist schon mehr da. Ja, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Bei euch ist dann schon ein bisschen mehr Besonderes und mehr Liebe da. Und was bei ihm eben war, ist einfach, was ich als gravierendes Problem, was sich auch auf eben eure Beziehung und euer Verhältnis auswirkt, ist, dass er in der Entwicklung stecken geblieben ist. Also was generell viele Menschen für einen Fehler machen, ist, dass sie denken, dass sie in die Schule gehen und dann, wenn sie fertig sind oder mit dem Studium oder ihrer Ausbildung oder was auch immer fertig sind, dann brauchen sie sich nicht mehr weiterentwickeln. Das ist aber komplett falsch, weil
man entwickelt sich das ganze Leben weiter. Also das kennt keine Grenzen. Man entwickelt sich in jedem Alter weiter und generell oft entwickeln sich Leute in der Schulzeit gar nicht weiter. Also die hören da diese ganzen Dinge, ja, die mögen dem einen was bringen, dem anderen nicht, je nachdem. Aber sie kommen nicht weiter und auch nachher machen sie sich nicht wirklich Gedanken. Sie reflektieren nicht selber, sie schauen nicht selber, sie kritisieren sich nicht selber. Und manchmal ist es einfach so, dass man in der Entwicklung stecken bleibt und das ist bei ihm der Fall gewesen. Also ich würde sagen, dass es nicht jetzt ganz im Kindheitsalter war, Gott sei Dank nicht, dann wärst du wahrscheinlich nie mit ihm irgendwie in Kontakt gekommen. Es geht also bei Leuten, die jetzt wirklich im Alter, im Kleinkindalter stecken bleiben, ja, die brauchen dann ganz besondere Hilfe, würde ich sagen. Aber es kann ja auch sein, dass, nur ein Beispiel, jetzt ein 40, 50-Jähriger im Alter von zwischen 20 und 30 stecken bleibt. Und das kann auch einfach in gewissen Bereichen sein, wie ein Beziehungsthema, dass man sich immer noch dadurch irgendwie besser fühlt, wenn man mit den Gefühlen von jemand anderem spielt. Ich meine, wer fühlt sich wirklich besser im Regelfall, weil er irgendwen nicht schreibt oder hin und her und diese ganzen kindischen Sachen? Wer fühlt sich da besser? Das sind normalerweise Jungen und Mädchen im Alter von, ja, unter 20, 21, maximal Mitte 20, wenn es etwas unerfahrene Spätzügler sind, würde ich sagen. Das ist das und das ist halt bei ihm auch irgendwie, dass er das braucht. Und natürlich sind es jetzt nicht nur diese jungen Leute, die das brauchen, sondern auch oft so Macho-Typen und sowas. Und da ist meist irgendwas mit der Entwicklung, da stimmt was nicht. Kann natürlich auch sein, dass da äußere Einflüsse sind. Das heißt, dass jemand von außen sich einmischt, obwohl, wo was eigentlich schön wäre, wie hier, wir haben ja die 10 der Münzen jetzt bekommen, den Pagen der Kelche, dass man eigentlich ein sensibler, liebender Mensch wäre, wie hier, Page der Kelche, mit dem man nur Gutes hätte. Hier, du siehst die 10er Münzen, durchaus positiv. Ein reiches, wohlhabendes, gutes Leben, sowohl, dass es einem an Geld nicht mangelt, als auch an Liebe, Familie. Hier, du siehst hier Tiere, du siehst hier den Alten, den Großvater, und da siehst du das Pärchen und die schönen Gebäude im Hintergrund. Und dann kommt aber dieser Einfluss von außen. Und da kann so viel sein. Freunde, oft sind es Ex-Partner oder generell eifersüchtige Männer oder Frauen. Manchmal sind sogar die Eltern, ja, die Eltern, die dagegen reden. Wobei ich eher sagen würde, meistens die Mutter. Meistens sind es Mütter, die dann eher dagegen reden. Also ich würde jetzt auch sagen, wenn, dann ist es eher so, ja, ist wirklich meistens die Mutter, weil, also ich habe noch von sehr wenigen Fällen gehört, wo wirklich bei einer Partnerschaft oder bei einem Liebesverhältnis der Vater der war, der einem das ausgeredet hat. Außer natürlich, was schon oft vorkommt, ist, das wird jetzt nicht bei dir der Fall sein, aber wenn jetzt zum Beispiel man jemanden kennenlernt, der sehr, sehr reich ist und sehr, sehr reiche Eltern hat, dass der Vater nicht will, dass der sich mit jemandem unter dem Stand, sage ich jetzt mal, in dem er sich befindet, abgibt und infolgedessen dann auch vermählt, weil er Angst um sein Vermögen hat und Angst hat vor Erbschleichern, das ganze Prozedere. Und da sind es eher oft Frauen, die das sozusagen intervenieren, also Mütter, beste Freunde, verschiedene Sachen. Ja. Und man muss auch sagen, dass gerade, also bei Müttern würde ich eher sagen, dass sie fürs Kind das Beste wollen, aus ihrer Sicht. Also nur weil eine Mutter jetzt denkt, dass für das Kind was das Beste ist, heißt es noch lange nicht, dass das das Beste ist, aber sie glaubt es halt, also sie macht das nicht mit böser Intention. Und bei der besten Freundin ist es anders. Ich finde generell, die meisten Leute hören viel zu viel auf das, was beste Freunde sagen, weil was ich bis jetzt bemerkt habe, ist, dass sowohl bei Männern und bei Frauen auch die besten Freunde oft einfach aus Eifersucht oder Neid handeln, weil man sieht, dass man das Gegenüber oder eben der Freund
oder die Freundin besser und attraktiver ist, einfach oder erfolgreicher, besser ankommt beim anderen Geschlecht und dann bewusst versucht, eine Beziehung kaputt zu machen. Glaube mir, es passiert öfters, als du denkst, und auch Schwestern. Bei Schwestern ist das auch oft so. Es gibt sehr, sehr liebe Schwestern und Brüder, die zusammenhalten, gibt aber auch sehr, sehr viele toxische, was oft gar nicht bemerkt wird. Also habe ich schon oft gesehen, wo Leute vertrauen Geschwistern, wo es wirklich offensichtlich ist, dass man da ja nicht gerade die besten Energien bekommt und dass die eigentlich nur missgünstig sind. Was sehr, sehr schade ist, weil es ja eigentlich das Eigenfleisch und Blut ist. Aber ja, es ist so, wie es ist und das kann man auch nicht ändern. Also um jetzt nochmal das auf den Punkt zu bringen, kann auch gut sein, dass da äußerer Einfluss ist, der seinen Geist sozusagen verwirrt und ihm eine falsche Sichtweise beibringt. Sehr manipulativ. Generell, ja, also König der Stäbe, das ist auch so was, das ihn, glaube ich, beschreiben wird. Ein Teil von ihm, der Page der Kelche, dann auch der König der Stäbe bei ihm. Wie geht es jetzt weiter? Und was bedeutet das eigentlich, dass er beleidigt ist und sich ja irgendwie ärgert? Und das ist gut, das ist nicht schlecht, weil er mag sich zwar ärgern und im ersten Moment wütend sein, aber ob er es will oder nicht, er will es nicht, du erhältst automatisch einen höheren Wert. Also er ärgert sich ja, weil er weiß, dass wenn du jetzt sagst, nein, ich will das nicht mehr, du hattest deine Chancen, wenn du jetzt noch was willst, dann musst du dich wirklich anstrengen. Wenn ich überhaupt noch so gnädig bin und dir eine Chance gebe, ich kann mir auch wen anderen nehmen und ich brauche auch niemanden. Ich kann ja auch alleine sein. Ich brauche niemanden zum Leben. Ich bin erwachsen, ich habe mein eigenes Leben, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich brauche dich nicht. Das stört ihn. Weil das zeigt, dass auf jeden Fall das Spiel, was er spielt, vorbei ist. Das ist wohl oder übel vorbei. Nein, da geht es nicht mehr weiter. Und da kann er machen, was er will. Da muss er jetzt eine Entscheidung treffen. Da müsste er jetzt zu seinen Gefühlen stehen und wirklich selbst auch mal Reue zeigen. Und auch selbst mal erkennen, dass er nicht immer der ist, der Recht hat und er nicht immer der ist, der auf dem rechten Pfad ist. Und das, du siehst ja auch die 7 der Stäbe kostet ihn sehr viel Überwindung, aber was ich sehe ist, dass er am Ende des Tages dann einfach die Entscheidung treffen wird, ob du es glaubst oder nicht, einfach mal nachzugeben. Also das wird wirklich sein, dass er einfach mal nachgibt und die Hüllen fallen lässt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, anhand dessen, was ich jetzt sehe, dass das ein sehr emotionaler Moment wird für ihn, dass da sehr viele Gefühle und Emotionen bei ihm hochkommen. Wichtig ist, dass du dich von dem dann nicht um den Finger wickeln lässt, weil das wird auch oft manipulativ eingesetzt. Die Tränendrüse funktioniert ganz gut und das wissen leider auch viele. Bei Menschen, die einen mögen, also die einen sehr, sehr die Gefühle für einen haben, da funktioniert diese Tränendrüse ganz gut, sage ich mal.